Augen nach vorn, meine Herren. Diaz, wer hat die Spione eingeladen? Diese Operation erfordert Teamwork, Anderson. Ich habe zugestimmt, dass du übernimmst, solange du die Sache nicht in den Sand setzt. Du meinst so, wie ich das in Sarajevo gemacht habe? Halt dich diesmal an den Plan, dann bekommen wir keine Probleme. Vor 3 Monaten haben russische Söldner ein Biolabor in der Arktis überfallen. Sie sind mit einer Menge Erreger eines afrikanischen hämorrhagischen Fiebers entkommen. Das Zeug lässt die Pest wie eine Grippe aussehen. Heute Morgen erhielt mir die Bestätigung, dass sie einen Käufer auf den Philippinen haben. Das ist ihr Käufer, Kalalo, Filipino, einer von Abu Sayyafs dicken Fischen, also ganz oben auf Al-Qaidas Wunschliste. SecDef hat Kalalo zum Gelegenheitsziel ernannt. Bei Kontakt töten. Haben wir den russischen Boss identifiziert? Im Moment nicht, aber das ändert unsere Zielvorgabe nicht. Dieses Einsatzkommando wird alle Parteien am Übergabeort eliminieren und diese Biowaffe zurückholen. Verstanden? Viel Erfolg! Bis hierhin weiter nicht. Keller, du und deine Männer folgen dem Fluss bis zum Ufer hinter der Radarinstallation. Anderson und ich werden jegliche Unterstützung abschneiden, die mitmischen will. Wir treffen uns dort. Wird gemacht. Weidmanns Heil. Dose für Gnia. Помогите! Sicher. Auf geht's. Ja, und herzlich willkommen zu Let's Play Sniper Ghost Warrior 2. Ein Spiel, auf das ich sehr lange gewartet habe. Aus 2 folgenden Gründen. Ich meine, es wurde in den letzten paar Monaten immer auf das verschoben. Und ja, viele Leute wissen es wohl gar nicht, die das jetzt anschauen. Es war damals vor 1 Jahr und circa 9 Monaten mein allererstes Let's Play von dem ersten Teil. Und deshalb muss ich dieses Spiel Let's Playen. Ganz einfach. Ja, chill mal, ich gucke mir noch so ein bisschen die Grafik an. Jo, sieht, jo, eigentlich ganz, eigentlich müssen wir fast sagen, es sieht schlecht aus. Okay, ein paar Leute würden sagen, what the fuck, warum schlecht? Es läuft auf der CryEngine 3 und ich meine, klar, Crysis 3 ist ein Maßstab, aber es sieht gut aus, aber für CryEngine 3 hätte es doch noch besser gehen können, oder? So, F drücken für hochklettern. Okay, ein bisschen komische Taste, aber egal. So, ich bin mal gespannt. Damals habe ich es auf der PlayStation gespielt. Ich habe damals nur mit PlayStation angefangen und bin dann. Hab dann noch. Nicht schießen. Kontakt, ein Soldat. Hab ja noch den PC mitgenommen. So, okay. Okay. Ach, wir müssen nur klicken. Okay, wie kann ich mich. Ah, so kann ich mich ducken. Alles klar. Na, ja, zack, zack. 3, 2, 1, los. So, und hier gibt's wieder. Ach! Gut, der Kerl im Schuppen hat nichts gemerkt. Jetzt ist er dran. Was macht er da? Cole, check das mit der Thermaloptik. So, mit der Thermaloptik mit V. Ja, okay, so viel sieht man jetzt auch nicht. Hallo, nicht getroffen. Okay, weiter. Jetzt aber. Okay. Ja, ich habe gedacht, da kommt jetzt schon am Anfang die geile Bulletcam, aber bis jetzt noch nicht. Okay. Hätte ich jetzt gedacht. Ach, F drücken, runterspringen auch noch. Okay. Alles klar. So, und wir haben sogar so einen Heartbeat-Indikator. Da rechts unten. Welche Informationen, wie sicher dieses Radar ist? Nicht genug. Das Ding blockiert ziemlich effektiv unsere Sicht. Deshalb müssen wir es ausschalten. Ansonsten wird unsere Exfil zur Operation Shitstorm. Operation Shitstorm, ja. Das wird auch mal toll. Okay, nun gut. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel so wird. Ich habe jetzt keine riesen Erwartungen, aber... Halt doch mal die Klappe! Fuzzi! Rechte Seite. Sieht aus, als ob die alleine sind. Los, beide gleichzeitig. Der rechte ist meiner. Auf die Plätze. 3, 2, halt! Verdammt, das war knapp. Zu viele, wir müssen ausweichen. Bewegen, wenn ich es sage, aber Kopf unten lassen. Folge mir. Naja, knapp. Knapp wäre es gewesen, wenn ich hier schon mal richtig gezielt hätte. So, und hier haben den Indikator, den Gefahrenindikator haben wir jetzt diesmal an der Minimap. Damals warst du auch, glaube ich, am Fadenkreuz dran. So, machen wir lieber langsamer. Können wir doch, glaube ich, wegknallen, oder?
Achtung. Ach mal, ich kann das so teilweise durch Steine durchsehen. Gib mir den ab. Will ich auch, mach ich ja. So ein bisschen cool, wie die hier Gras haben, so ein bisschen zur Seite gehen. So, und weg sind sie. Hier. Still bleiben. Ja, okay. Ach, da steht einer. Habt ihr das gehört? Von welchem Amerikaner reden die? Keine Ahnung, darum können wir uns später Sorgen machen. Wir haben ja einen dickeren Fisch an der Angel. Okay, weiter. Vorsichtig. Wo ist ein Fisch? Mal den Fisch in meine Hose? Oh Mann, wie schlecht. Tut mir leid. Manchmal kann ich mich einfach nicht beherrschen. So, ach toll. Gleich am Anfang hier durch die Plörre hier durch den Sumpf. So, die Beleuchtung sieht eigentlich schon ganz cool aus, so wie die Sonnenschein hier durchgehen, aber es war so grundlegend von der kompletten Grafik. Also ich spiele auf komplett sehr hoch. Ein Motor, runter! Ja, eigentlich noch mit Boot. Lass sie vorbei. Anderson, folge mir. Jo, habt ihr auch das Motor gesehen? Da war ein Motor. Okay, alles klar. So, also unser Herzschlag geht ganz schön nach oben, wenn wir rennen. Unten bleiben. Nimm den nächsten und lass den anderen für mich. So, was mit SCG können wir uns hinlegen? Okay. So, ich soll den nehmen. Ach so, aber denk mal im Nahkampf. Ja, so ein Messerchen oder so ein Dolch dran ist. So, E-Trigger, um einen Stealth durchzuführen. So, sehr stealthy. Der auch, sehr schön. Kein Schaden zu nehmen, musst du die Anweisungen des Spotters genau befolgen. Ja, muss das sein. Mal sehen. Mehrere hinter dem zentralen Geländestreifen. Das müssen wir ganz vorsichtig angehen. In Bereitschaft bleiben. Ich sage an, was läuft. Bereit. Vorsicht, Ziel nähert sich in unsere Richtung. Nehmt den Abbruch. Boot in unserem Sichtfeld. Nicht schießen. Verdammte Scheiße. Ja, ich weiß. Abwarten und Tee trinken. Tee trinken? Mal wieder hin. Ja, bleibt hier stehen. Mist. Ruhig bleiben. Noch nicht schießen. Ja, ich ziel noch nicht mal ganz. Ruhig, hallo? Oh, von hinten kommen auch wieder ein paar. Das war knapp. Boot ist aus dem Weg. Ballere sein Hirn weg, bevor er zurückkommt. Toll, die sehen uns nicht da, oder? Zack! Okay, der Knabe auf dem Anleger ist allein. Feuerfrei. Auf dem Anleger? Da hinten? Okay. Los, Cole. Ich treffe nicht! So, schönes Wasser versenkt. Ein Ziel am Lagerfeuer bewegt sich. Mal sehen, wo er hin will. Der da? Das sind seine Kollegen, okay. Frei, leg an. Ach, das bleibt da stehen. Linke Seite. Lass sie uns gleichzeitig ausschalten. Ja, welchen nimmst du? Ach, ich muss wohl den hier nehmen. Na, komm mal, das war aber nicht gleichzeitig. Razor 3-1, gib mir einen Lagebericht. Hier ist 3-1. Wenig Widerstand am westlichen Ufer. Unsere ungefähre Ankunftszeit am Treffpunkt ist planmäßig. Over. Verstanden, 3-1. Immer mit der Ruhe, Keller. Hurra! Okay, wahrscheinlich Razor 6-4. Frage ich mich schon die ganze Zeit. Unten bleiben. So, ein Lagerfeuer. So, wir hatten hier doch noch was Verstecktes. Und zwar ein Medipack. Es gibt hier Medipacks. Alter, sind die riesig, die Dinger. Aber wir haben Munition voll, Dings. Medipack voll, okay. Deshalb gehen wir ganz normal weiter. Jetzt sehen wir sie nach unten gehen. An den beiden auf dem Vorsprung kommen wir nicht unbemerkt vorbei. Nimm den rechten ins Visier. Ich nehme den linken. Okay, hab ich schon. Folge mir.
Yo. Ah, da oben scheinbar. Und da auch. Nicht der Spot oder du? Hallo? Soll ich mal langsam was sagen? Abwarten. Oh, der sieht uns so ein bisschen. Unter dem Steg. Unter dem Steg? Okay. Na dann. Eigentlich wollte ich oben rum, aber egal. Unten bleiben. Ja, bin ich doch. Immer mit der Geduld, Mann. Ganz ruhig. Am Boot irgendwo. Sehe ich gar nicht, nur auf dem Minimap. Nicht eingreifen. Ach, hier kommt es. Okay. Okay, weiter. Vorsichtig. Ja, vorsichtig, hallo. Und einer sieht mich. So, nur mein Kamerad. Okay. Muss man durch das Lager durch, oder können wir da hinten rum durchflutschen? Oh, guck mal, da steht einer. Oder läuft einer? Ich höre etwas. Ja, der hinter dir, der pfeift. Okay, oh, weiter. Das ist fast gesehen. Willst du jetzt wirklich da hoch? Na gut. Dann gehen wir hier leise nach oben. Geradeaus. Schalt ihn leise aus. Roger. Ja, dann kann ich ja einen Nahkampf machen. So. Machen wir mal so in die Seite rein. Okay. Wenn das so tödlich ist, dann machen wir das. So, erreiche den Beobachtungsposten. Wo hinter uns? Na, come on. Guck mal, wie weit er uns sieht. Schnell abhauen. Okay. So, okay, Alarm ist wieder weg. Okay. Dass er uns noch gesehen hat, war schon ein bisschen übel.